So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Mechanischer Koloss. Auf Englisch Mechanical Beast, erschienen jetzt 2022. Das war ein Kickstarter aus 2021. Ursprünglich bei, ich glaube, das waren, wie heißt der Verlag? Das muss ich nachgucken. Ist hier im Deutschen bei Schwerkraft, aber bei. Im Englischen ist es bei Sideroom Games meines Wissens erschienen. Sideroom Games, ganz genau. Ben Worreiter ist der Autor. Und falls euch die Augen bekannt vorkommen oder euch was sagen, die Augengestaltung dieser Figur hier, erzähle ich euch gleich, was die Geschichte ist. Die Künstlerin, das Grafikdesign stammt unter anderem von Apolline Etienne, die auch das Grafikdesign für das Kennerspiel des Jahres 2022 gemacht hat, für Living Forest. Und die Augen dort auf den Karten sehen ähnlich aus wie diese Augen. Worum geht's? Wir haben ein Plättchenlege- und Manipulationsspiel. Das macht es ganz interessant, weil die meisten Spiele mit Plättchen sind entweder zum Auslegen oder zum Sammeln oder sowas. Aber da wird selten manipuliert. Das tun wir hier. Die Geschichte dahinter ist, es gibt diesen riesigen Koloss, den die Menschheit gebaut hat, um sich um zu helfen, um der Menschheit beim Umweltaspekten und sonst was zu helfen. Und der ist außer Kontrolle geraten. Und in diesen Riesen müssen wir jetzt als Ingenieure, die das gebaut haben, zurückkehren, da drin nach dem Ausschalter suchen. Den müssen wir erst mal finden. In der Zwischenzeit treffen wir unterwegs eventuell auf Bewohner, die dort drin leben und arbeiten, die aber nicht raus wollen. Und wenn wir den Ausschalter gefunden haben, fängt der Koloss an zusammenzubrechen hinter uns und dann kommen die Bewohner mit raus und wir müssen alle retten. Sollte einer von uns oder von den Bewohnern hinterbleiben und nicht mehr zu retten sein, dann haben wir das Spiel automatisch verloren. Das Spiel geht eigentlich von 1 bis 4 Personen, 20 bis 40 Minuten ab 10 Jahre. Ich habe es bisher nur einmal solo gespielt. Regelfehler sind also möglich, falls ihr es mehrfach gespielt habt, falls ihr die Regeln besser kennt als ich, was durchaus sein kann, kein Problem. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir gucken uns das an, was dabei ist. Ich habe hier ein Inlay, das war sogar nicht gefaltet, das musste ich mir selber zusammenfalten. Dieses Inlay, das war dabei. Das hilft ein bisschen beim Sortieren, zeige ich euch gleich. Denn ein wesentlicher Bestandteil des Spiels ist dieser zusammengebaute Kartenhalter, in den nachher die Plättchen reinkommen, wenn wir sie gemischt haben. Den stelle ich hier schon mal hin, dass ihr den noch so gerade ein bisschen seht. Der ist auch ganz nett gestaltet mit diesem Koloss. Ja. Das ist jetzt kein Hexenwerk, der fällt auch vielleicht zusammen, hat aber den Vorteil, dass er die Plättchen wirklich im Stapel hält und auch leicht angeschrägt ist hier nach innen hin. Ihr seht das vielleicht, sodass die Plättchen auch nicht nach vorne rauskippen. Das ist ziemlich praktisch. Ein Regelheft haben wir dabei. Wir haben für jeden der bis zu 4 Spieler eine doppelseitige Zugübersicht bzw. Mechanikübersicht, wie das funktioniert von den Mechanismen, die da drin laufen. Die ist auch komischerweise auf beiden Seiten identisch, warum auch immer. Das hier ist, wie gesagt, die deutsche Version vom Schwerkraftverlag. Kam jetzt die Tage an. Ich blende mal rüber auf die Detailkamera. Da habe ich euch schon mal hingelegt, die Spielerfiguren. Ihr seht das hier. Es gibt für jeden der bis zu 4 Spieler 2 Ingenieure in 4 verschiedenen Farben. Und hier die weiße Figur ist ein, ja, Android, der uns hilft und der auch im Solospiel verwendet wird und im kooperativen Spiel. Das geht auch semi-kooperativ und kompetitiv. Wir spielen es aber hier heute natürlich solo. Das sind die Spielfiguren. Da suche ich mir gleich eine Farbe für aus. Und die Bewohner, die wir treffen, habe ich hier in der Schale gesammelt. Verschiedenfarbige, screenprinted Holzmeeple, wie die anderen Ingenieure auch. Diese Bewohner haben verschiedene Farben, die spielen aber keine große Rolle. Das sieht man dann auf den Karten, wenn man sie zuordnet. Sind ganz nett gestaltet. 5 verschiedene. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Braun, dunkelbraun, blau, weiß, grau. 5 verschiedene Farben. Die brauchen wir dann später beim Auslegen. Wieder zurück auf die Hauptkamera. Und wir haben letztlich 72 solcher Plättchen, mit denen wir dann nachher unser Labyrinth gestalten. Und es gibt einige Sonderplättchen. Die meisten sind ganz normale Räume. Wir gucken uns wieder das Ganze auf der Hauptkamera an. Ihr seht das hier auf der Detailkamera. Ihr seht das hier, da kommt man durch diese Tür rein. Hier ist auch ein Bewohner abgebildet. Den würde man dann in dem Moment, wenn man den Raum aufdeckt, würde man den in der entsprechenden Farbe raussuchen und hier drauflegen, beziehungsweise auch hinstellen. Ich werde ihn legen, damit ihr die auch besser seht.
Und dann hat er zwei weitere Ausgänge, dieser Raum. Andere haben andere Strukturen. Alles kein Problem. Wir gucken weiter. Ich suche euch mal einen anderen Raum raus. Ihr seht hier auf der Detailkamera diesen Raum. Der hat eine Glastür hier. Das ist vom Schwierigkeitsgrad abhängig, wie sie funktioniert. Wir spielen den einfachen Modus. Da sind diese Glastüren ganz normal offen. Es gibt schwierigere Modi, in denen sie dann verschlossen sind. Und dann gibt es, wir bleiben im Detail in der Kamera, Räume mit Mechaniken. Wir fangen mit dem einfachen an. Das ist dieser hier, eine zentrale Drehmechanik. Die können wir, wenn wir in diesem Raum stehen, wir oder als Spieler oder der Androide, können diese Mechanik aktivieren. Dann können wir diesen Raum drehen und die Nachbarräume, egal in welche Richtung, und die Nachbarräume drehen sich entsprechend entgegengesetzt. Das heißt, wenn ich hier im Uhrzeigersinn den Raum um 90 Grad drehe, können sich die Nachbarräume, die rechtwinklig dazu angeordnet sind, auf allen vier Seiten, entgegen des Uhrzeigersinns um 1 drehen. Ich kann auch beliebig weit drehen, kein Problem. Dann gibt es sowohl eine ähnliche Mechanik hier in der Ecke. Hier drehe ich um die Achse, hier in diesem Falle rechts oben, so dass sich die vier Raumplättchen gleichzeitig drehen würden. Auch wenn da keine sind oder nur ein oder zwei, dann würden die sich auch sinngleich mitdrehen. Und dann gibt es solche Räume hier, die haben ein Zahnrad, einen Linearantrieb in der Mitte. Und der würde die ganze Reihe bzw. Spalte verschieben, je nachdem, Spalte so, Reihe so, je nachdem, wie er ausgerichtet ist. Und es gibt Antriebe, die an der Seite angebracht sind, die würden die Nachbarreihe um ein oder zwei oder beliebig viel linear verschieben können. Wie das genau funktioniert, das gucken wir uns gleich an. Wichtig zu wissen sind auch noch vier Sonderplättchen. Wir starten als Spieler hier in der Schleuse. Da kommen wir praktisch rein in den Androiden, in diesen mechanischen Koloss, so rum. Und zwar werden wir als Spieler, welche Figur nehme ich mal? Ich glaube, das Gelb ist am auffälligsten. Und mit dem Androiden werden wir spielen. Ja, da kommen wir rein und von da aus beginnen wir das Ganze zu erkunden. Dann gibt es, was wir finden müssen, den Kontrollraum. In dem befindet sich der Ausschalter. Das ist hier in der Mitte. Im Prinzip muss man da nur drauf gehen. Das darf aber nur die menschliche Spielfigur, der Ingenieur. Der Androide würde zwar hier diesen Raum vielleicht finden, aber er kann ihn nicht bedienen. Und in dem Moment, wenn wir als Ingenieur hier drauf gehen, wechselt der Spielmodus, dann beginnt der Zusammenbruch des Androiden. Wie der abläuft, erkläre ich euch dann. Was wir noch finden können anschließend, ist der Notausgang. Da können wir genauso raus wie durch die Schleuse. Und was wir vielleicht noch finden werden, ist die Verriegelung. In dem Moment dürfen wir, ist der gesamte restliche Koloss verriegelt und wir dürfen keine neuen Räume mehr aufdecken und erkunden. So, wir gehen wieder zurück zur Hauptkamera. Und wir brauchen diese vier Sonderräume jetzt kurz beiseite gelegt. Dann werden wir alle Plättchen verdeckt mischen. Am besten, ihr kennt das, Kinder mischen. Ist am einfachsten und am wirkungsvollsten. Und bei den Plättchen, die haben eine feste Qualität, funktioniert das ganz gut. So, dann brauchen wir 14 Plättchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Die legen wir kurz beiseite und sortieren die anderen in vier etwa gleich große Stapel. Ein bisschen Aufbauzeit braucht man dafür, weil man das durchaus schon gut mischen sollte. Und dann haben wir hier die Aufteilung der Räume, dass man nichts zu früh und nichts zu spät findet, ist also ein bisschen geregelt. So, die müssen nicht genau gleich sein, die vier Teile, die vier Stapel. In diesem Falle sind sie sehr ähnlich groß. Macht aber nichts, leicht unterschiedlich, kein Problem. So, da haben wir vier Viertel und wir haben die 14 Räume, die teilen wir nochmal auf. 4, 5, 6, 7, 2 mal 7, jawohl. Und jetzt bauen wir die Räume zusammen. Womit wir ja anfangen, ist die Schleuse. Der bleibt offen. Als nächstes werden wir den Kontrollraum finden. Der kommt in den ersten 7er Stapel. Wird untergemischt. Merken wir uns. Darüber kommt aber noch ein einfaches Viertelchen. Dann kommt ein normales Viertel an
weiteren Plättchen. Dann kommt der, wo ist er, der Notausgang. Steht auch in den Regeln gut erläutert. Die Regeln lassen keine Geheimnisse offen. Dann kommt der Verriegelungsraum. Der wird in die anderen 7 vorher zur Seite gelegten Plättchen eingemischt. Hinter dem Notausgang kommt noch ein Viertel, der Verriegelungsraum und noch ein Viertel. So, und jetzt bauen wir das Ganze umgekehrt hier in unseren Halter hinein und haben einen Stapel von Plättchen. Und ihr seht, das passt ziemlich genau. Und der Stapel steht ganz gut, die Plättchen fallen nicht raus. Und ich stelle ihn mal hier zur Seite. So seht ihr ihn noch. Genau, das ist mein Nachziehstapel. Hier sind die Figürchen. Hier ist mein Ingenieur. Wir beginnen in der Schleuse. Und jetzt haben wir in der Schleuse, ich zeige es euch nochmal in der Detailkamera, in der Schleuse haben wir 4 offene Türen. Und von da aus legen wir los. Was können wir tun? Was sind unsere Möglichkeiten? Immer wenn ich dran bin, und das bin ich als Solospieler ja ständig, kann ich eine meiner Figuren beliebig weit in den verfügbaren Räumen bewegen. Und dann kann ich mit einer meiner Figuren, und das kann dann auch die andere sein, das muss nicht die gleiche sein, eine von 2 möglichen Aktionen ausführen. Ich kann entweder einen nächsten Raum erkunden, also sprich ein Plättchen nachziehen und aufdecken und anlegen. Oder ich kann ein Getriebe in einem Raum, in dem sich die Figur aufhält, aktivieren und benutzen und damit das ganze Labyrinth, das ganze Dungeon, das ist letztlich ein Dungeon Crawler im Sci-Fi-Gewand sozusagen, kann ich dann aktivieren. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich werde jetzt also zum Beispiel mit dem Androiden mal hier rechts rauslaufen und dann decke ich ein Plättchen auf. Ich zeige es euch in der Detailkamera kurz. Das mache ich nicht mit jedem, aber jetzt am Anfang mal. Hier ist ein Pfeil eingezeichnet und an allen 4 Seiten sind Türen und 2 davon sind Glastüren. In dem Modus, in dem wir spielen, sind die Glastüren ganz normale offene Türen. Und der Pfeil hilft uns, das Plättchen anzulegen. Wenn ich es anlege, kommt es genau mit dem Pfeil, durch diese Tür kommen wir rein. Und ich muss jetzt auch in diesen Raum rein mit dem Androiden. So, das war mein erster Zug. Das war das Erkunden. Jetzt kann ich wieder im nächsten Zug. Ich werde weiter erkunden, das ist ganz klar. Aber ich kann mich immer entscheiden, ob ich mit welcher Figur ich ziehe und mit welcher Figur ich dann auch erkunde. Wir ziehen nach. Wohin erkunden wir mal? Ich habe das jetzt in die Mitte gelegt, halbwegs. Ich werde mal hier oben erkunden. So, und hier ziehe ich da rum. Und ich habe jetzt einen doppelten Eckantrieb gefunden. Das heißt, ich kann entweder über diese Achse oder über diese Achse jeweils bis zu 4 Räume drehen. Ob wir das später brauchen können und was uns das hilft, werden wir dann sehen, wenn es eng wird. Ich gehe jetzt mal mit dem Ingenieur hier hoch. Ich schiebe den Plan in die Richtung, dass man sich vorher entscheidet. Und dann sehe ich diesen Raum. Und den zeige ich euch aber noch mal kurz in der Detailkamera. Ihr seht, dass da, wo der Pfeil anfängt, eine geschlossene Tür ist. Und ihr seht hier einen Bewohner, den werde ich gleich drauflegen, und ein Seitenschubgetriebe heißt es. Dann wird die Reihe darüber beweglich. So, dann werden wir es mal uns anschauen. Ich werde den Raum hier hinlegen, den Ingenieur hier reinbewegen und die Tür fällt zu. Ich komme da nicht mehr zurück. Und dann muss ich hier einen Bewohner platzieren. Ich lege den mal hin und durch die Tür. Hier, wo sich die Wand auf der anderen Seite befindet, kann ich natürlich nicht durch. Gut, dann werden wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Wir werden mit dem Androiden weitergehen und nach oben erkunden. Zack. Jetzt muss ich mal gucken, welcher. Hier steht ein Männlein drin. Das ist ein graues Männlein. Der kommt hier hin. Und auch hier fällt die Tür zu. Spannend. Und wieder ein Eckgetriebe. Das Problem ist, dass diese Bewohner, die wir hier treffen, die sind stur, die wollen nicht weg. Wir können sie also nicht mitnehmen. Wenn aber dann später der Android anfängt, der Koloss anfängt zusammenzubrechen, dann kommen sie mit uns mit. Das heißt, wir können sie dann retten. Ich schiebe das mal nach unten, weil wir gehen jetzt im Moment
in die Richtung nach oben weiter weg. Ich gehe mal mit dem Ingenieur nach hier links. Zack, das ist ein ganz normaler freier Raum, der hat aber nur zwei Gänge. Dann gehe ich mit dem Ingenieur weiter hoch. Ein Doppeleckgetriebe, okay. Dann gehe ich mit dem Ingenieur nach hier in die Mitte. Und da ist eine weiße Figur, die werde ich dann auch mal hier in die Ecke legen. Das ist mal jetzt spannend. Jetzt werde ich mich mal nicht bewegen, sondern ich werde jetzt hier den Seitenschubantrieb benutzen und kann damit diese Reihe komplett um ein Plättchen verschieben. Zack. Und ihr seht, was jetzt passiert ist. Ich habe hier den Durchgang wieder zurück in diese Richtung geöffnet. Ich könnte ihn auch... Nee, im Moment nicht. Jetzt gehe ich aber mit dem Androiden hier weiter erkunden. Aha. Jetzt habe ich hier einen Linearantrieb. Der hilft mir jetzt im Prinzip, die Reihe beliebig weiterzuschieben, genau wie dieser Seitenschubantrieb. Der Android kann übrigens die Antriebe genauso nutzen. Aber wisst ihr was? Dann machen wir das auch mit dem Androiden. Wir werden einfach nochmal weiterschieben. Denn was wir jetzt erreicht haben, ist, dass wir tatsächlich zur Schleuse wieder eine durchgängige Verbindung haben. Wir haben sie noch nicht zum Ingenieur, der ist im Moment noch abgeschnitten. Aber wir legen weiter. Wir erkunden mit dem Androiden wieder Richtung oben. Das ist spannend. Wir haben jetzt einen Antrieb, der uns ermöglicht, das Ganze in die Richtung zu bewegen. Ja. Machen wir aber noch nicht. Wir werden weiter erkunden nach oben. Und da finden wir eine, ich glaube, das ist eine braune Figur. Und hinter uns fällt wieder die Tür zu. Nicht günstig. Dann gehen wir mit dem Ingenieur hier nach oben. Das hat uns jetzt auch nicht weitergebracht. Dann gehe ich mit dem Androiden hier nach rechts. Und wieder fällt eine Tür hinter uns zu und hier steht ein blaues Männlein. Dann gehen wir mit dem Androiden hier runter. Na, so rum. Jetzt haben wir den Kontrollraum gefunden. Ich zeige euch den nochmal in der Detailkamera. Hier. Und ihr seht in der Mitte, da ist auch eine, ja, ein Hologramm abgebildet. Das kann aber jetzt nur der menschliche Spieler bedienen. Und der Androide hat den Raum zwar gefunden, kann aber hier nichts tun. Wir sind so reingekommen. Und jetzt müssen wir eine Möglichkeit finden, für den Ingenieur dahin zu kommen. Das wird jetzt eine ziemlich spannende Aufgabe. Wir gehen mit dem Androiden mal weiter und erkunden wieder nach unten. Ah, das ist gut. Jetzt haben wir hier einen zentralen Drehmechanismus und den werden wir jetzt nutzen. Wir werden ihn einmal um den Uhrzeigersinn drehen und damit drehen sich die benachbarten Plättchen einmal gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad. Und damit habe ich jetzt eine Verbindung geschaffen, die hier komplett bis hierhin führt. Das hilft noch nicht vollständig. Wir haben noch diverse andere Probleme. Die Schleuse ist noch nicht erreichbar und dieser Raum hier auch nicht mehr. Die müssen wir nach und nach angehen und lösen. Wir finden Wege. Ich werde jetzt mit dem Ingenieur nach oben erkunden. Ihr seht das noch, jawohl. Und auch hier fällt hinter uns eine Tür zu. Aha.
Sehr interessant. Wir werden jetzt mit dem Ingenieur diesen Antrieb nutzen, um diese gesamte Reihe erstmal nach da zu verschieben. Müssen Sie später vielleicht wieder. Ne, bringt das was? Nein, das bringt nichts. Wir lassen das. Wir erkunden weiter nach hier außen. Jetzt fallen hinter uns die ganzen Räumlichkeiten zu. Das wird ein schwierig. Also, ich habe das Spiel, das erste Spiel tatsächlich gewonnen. Und es wurde aber auch sehr knifflig, die ganzen Räume so zu manipulieren, dass man durch alle Räume auch wieder zurückkommt, wo Leute lagen, damit man die auch einsammeln konnte, wenn der Zusammenbruch passiert. Ich werde jetzt nach hier unten erkunden. Jetzt bin ich mit dem Ingenieur hier gefangen. Mit dem Androiden käme ich hier durch. Wir werden mal schauen, was wir tun können. Wenn ich den so rumdrehe, dann hilft das aber nichts. Aber was wir tun können, wir können mit dem Ingenieur jetzt diesen Seitenschubtrieb benutzen und können den Raum so einschieben. So, die ganze Zeile verschieben. Und da wir jetzt hier über die Grenze hinausgeschoben sind, wandert dieser Raum hier hin, weil wir über die Grenze dieser Reihe, an der sich anlehnt, diese ganze Reihe, hinausgewandert sind. Dann wandert der rum. Sonst würde man ja beliebig weit das Labyrinth wegschieben können. Das geht nicht. So, aber jetzt können wir. Warum habe ich das getan? Jetzt können wir mit dem Androiden. Was kann ich mit dem Ingenieur machen? Eigentlich gar nicht mehr viel. Mit dem Androiden komme ich. Mit dem Androiden komme ich bis hier und kann jetzt diesen Antrieb hier an der Seite nutzen, um das ganze Labyrinth so zu verschieben. Aber da wir hier noch einen Rand haben, brauchen wir hier jetzt nicht umzulegen, die Platten. Ihr seht das noch gerade so. Jawohl, das hier ist die unterste Platte. Ja, das passt. So, jetzt komme ich mit dem Ingenieur. Hierüber. Und kann. Muss ich mich irgendwie wieder zurechtruckeln und kann jetzt weiterschieben. Eins, zwei. So, jetzt bin ich mit der Schleuse unten raus und die kommt jetzt. Jetzt muss ich noch mal gucken in die Regeln. In dem Linearantrieb. Nö. Da wird nichts angeschlossen. Also die Schleuse ist jetzt ganz, ganz unten. Die seht ihr, ist aus dem Bild für euch. Ich gucke mal, ob ich das alles noch mal etwas höher schieben kann. Da kommt die Schleuse wieder zur Sicht. Und das muss noch natürlich noch mit hoch. So. Jetzt kann ich mit dem Ingenieur bis in den Kontrollraum. Jetzt habe ich hier nämlich den Weg freigeschoben. Und dann müssen wir gucken, wie wir das Ganze vor dem Zusammenbruch retten. Okay. Das ist kooperativ, das Spiel. Wenn man zu zweit oder zu dritt da sitzt, dann sieht der eine vielleicht Möglichkeiten, die der andere nicht sieht. Solo ist das immer eine Grübelei, um alle möglichen Ideen zu bedenken. Und ich werde sicherlich Dinge übersehen.
Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da was findet, was ich hätte machen können. Dann gerne mit einem Timestamp nach dem Motto bei Minute 7, weil wir sind jetzt bei 25,50 ungefähr, hättest du das und das tun können. Aber ich werde jetzt mal tatsächlich, wir forcieren das ganze Spielende, mit dem Ingenieur hier durchwandern. Die Glastüren sind offen und kommen bis in den Kontrollraum. Und jetzt ist der Koloss im Zusammenbruchmodus. Der ist jetzt ausgeschaltet und jetzt bricht der hinter uns zusammen. Und jetzt können wir zwar noch neue Räume erkunden, aber Räume, die wir verlassen, unter ganz gewissen Bedingungen, werden jetzt verschwinden. Das eröffnet neue Möglichkeiten. Da muss man sich darüber im Klaren sein. Das ist gar nicht so schlecht, dass das passiert. Man muss es aber wissen. So, ich werde jetzt mit dem Ingenieur hier hingehen. Und der Raum, den ich verlasse, der bricht zusammen. Und zwar so, dass der Ausgangspunkt des Pfeils, der in dem Raum ist, als Basis dafür dient, dass die Plättchen, die in der Reihe dahinter kommen, um eine verschoben werden. Die Lücke war übrigens dann auch ein Feld. Die Lücke bleibt dann hier. Der Raum verschwindet. Das ist der Kontrollraum. Den legen wir sowieso zur Seite. Und jetzt haben wir eine komplett neue Konstellation. Wenn ich diesen Raum jetzt mit dem Ingenieur verlasse, dann kann ich im Prinzip mit dem Zusammenbruch dieses Raumes dann diese Person retten. Die kommt dann praktisch mit mir mit. Das werde ich aber noch nicht tun. Doch, werde ich das tun? Was kann ich mit dem Androiden tun? Mit dem Androiden kann ich nur erkunden. Das werde ich tun. Ich werde mit dem Androiden nach hier oben erkunden. Da ist ein Gang. Da dieser Raum jetzt zusammenbricht hier hinter ihm und die anderen von da kommen, da ist aber nichts, passiert da nichts, rette ich diese weiße Figur. Die lege ich mal zur Seite und das Plättchen kommt weg. Hier in diesem Raum, wo ich bin, kommt eine beigefarbene Figur rein. So, jetzt haben wir hier nach unten zwei geschlossene Türen. Mit dem Ingenieur komme ich nicht nach links, mit dem Androiden komme ich nicht nach rechts. Boah, was werde ich tun? Alles wird spannend. Wir werden Folgendes tun. Ich gehe mit dem Androiden hier raus, hier rüber zu diesem Raum. Der hier bricht zusammen, den rette ich. Das Plättchen kommt weg, aber alles, was da drunter ist, inklusive der Lücke und die gesamte Reihe, schiebe ich um einen hoch. Es sind in den Regeln ziemlich gut beschrieben, worauf man achten muss und es ist auch gar nicht so schwer. Auch wenn es von der Wortbeschreibung her etwas aufwendig ist, trotzdem funktioniert es ganz gut. Das Labyrinth wird dann auch nicht übergroß. Wobei, ich habe noch keine Mehrspielerpartie gespielt. Da könnte es natürlich auch etwas anders werden. Wir werden sehen. Was kann ich jetzt tun? Ich muss ja... Ich gehe mit dem Ingenieur hier hin. Dadurch bricht dieser Raum zusammen. Den rette ich. Das kommt rein und die hier kommen da raus. Jetzt steht der Android da oben mit der Figur ganz alleine. Das bleibt aber nicht lange so. Denn jetzt kann ich mit dem Androiden nach unten erkunden. Das heißt, da kommt das Ganze so hin. Er geht nach unten. Der Raum bricht zusammen. Den retten wir. Hier oben passiert nichts von der Manipulation her. Hier haben wir jetzt einen Drehmechanismus. Da können wir zumindest... Den werden wir jetzt benutzen und zwar einmal.
Und jetzt frage ich mich gerade, ja. Ich werde mit dem Ingenieur jetzt den Mechanismus hier in diesem Raum verwenden. Mit dem Androiden bin ich mir nicht ganz klar, wie ich den gleich retten kann. Da habe ich den Eindruck, dass ich, wenn ich den Raum verlasse, rutscht ja die gesamte Zeile nach durch den Zusammenbruch dieses Raums und dann ist mir diese Figur hier verloren. Also werde ich vorher mit dem Ingenieur diesen Mechanismus hier oben einsetzen und im Prinzip die vier, die zwei nicht vorhandenen und diese zwei vorhandenen Teile einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen. So. Jetzt kann ich mit dem Androiden entweder nach unten erkunden. Ich glaube, ich gehe nach unten. Ja. Dann passiert das hier. Der bricht zusammen, der rutscht rüber. Aber den brauchen wir auch nicht mehr. Wie komme ich jetzt an diesen Raum ran? Denn hier ist ja eine geschlossene Tür. Oh, knifflig. Das darum drehen bringt nichts. Ich werde mit dem Androiden den Mechanismus hier oben benutzen und das alles so rumdrehen. Diese drei Plättchen. Und dann werde ich mit dem Androiden nach hier erkunden. Das haben wir super hingekriegt. Der Raum bricht zusammen und rutscht hier rein. So. Wir grübeln weiter. Ihr merkt, man muss tatsächlich jetzt jeden Zug genau bedenken und hier unten die Menschen muss ich alle abholen und ich muss durch die Schleuse wieder raus. Es sei denn, ich finde zwischendurch den Notausgang. Mit dem Ingenieur komme ich hier gerade nicht weiter. Ich erkunde mal nach unten mit dem Ingenieur. Dadurch fällt der Raum weg. Es kommt von rechts nichts nach. Das passt. Dann kann ich mit dem Ingenieur jetzt tatsächlich hier rüber gehen. Damit fällt der Raum zusammen. Und ich kann erkunden mit dem Ingenieur. Boah. Nach oben. Dadurch wird der gerettet, der bricht zusammen. Ich weiß noch nicht, wie wir wieder nach unten kommen. Wir müssen ja jetzt erstmal mit dem Androiden irgendwie weiterkommen. Mit dem erkunde ich mal nach oben. Ich bewege mich praktisch nicht, erkunde nach oben. Damit wird der gerettet, der Raum bricht zusammen und das rutscht rüber. Es ist durchaus also auch möglich, dass wir gleich einen Teil isoliert haben voneinander. Da komme ich immer noch nicht hin. Hier sind keine Getriebe. Ich kann also nur erkunden. Und das werde ich tun mit dem Ingenieur wieder nach unten. Nein, das will ich gar nicht. Verdammt. Ich werde mit dem Androiden nach oben erkunden. Ein Spaß. Das hier bricht zusammen. Hier ist noch eine Figur drin, eine graue. Und das alles zieht nach oben.
Ah, das geht weiter. Ah, doch, wir können das machen. Ich werde jetzt mit dem Androiden nach links erkunden. Die Ecke seht ihr noch, gerade so. Oh, da komme ich in einen Sackgassenraum. Der Raum bricht aber zusammen und alles andere rutscht eine Stelle nach. Jetzt komme ich mit dem Androiden wieder hierhin zurück. Damit bricht der Raum zusammen und ihr seht den Pfeil, der rutscht in die Richtung. Dann kann ich mit dem Androiden hierhin, das bricht zusammen. Ihr seht den Pfeil, das rutscht alles eine weiter. Also der gesamte mechanische Koloss bricht Stück für Stück in sich zusammen und alles verschiebt sich immer wieder. Man kann wenig vorausplanen, weil die ganzen Effekte sehr schwer absehbar sind, wie das alles zusammenhängt. Jetzt kann ich mit dem Androiden nach unten erkunden, finde diesen Raum. Der Mensch wird gerettet, das hier bricht zusammen, von da passiert nichts. Jetzt haben wir wieder ein bisschen freien Durchgang mit dem Androiden. Aber nicht dahin, wo wir wollen. Mit dem Ingenieur bin ich im Moment isoliert. Könnte ich... Nein, hier lohnt sich nicht, den zu drehen. Das wäre nur 180 Grad sinnvoll. Dann würde sich der auch um 180 Grad drehen. Nee. Lohnt sich nicht, das Getriebe einzusetzen. Ich kann wieder nur mit dem Roboter mich bewegen. Dann bricht der Raum zusammen. Und ich werde mit dem Ingenieur erkunden, hier nach unten. Dann bricht der Raum zusammen. Und damit geraten wir aber erst wieder, damit rutscht das alles wieder hoch. Das wollten wir eigentlich nicht haben. Wir wollten ja wieder hier in diesen Raum, um diesen Menschen zu retten, diesen Bewohner. Das werden wir auf später verschieben müssen. Was können wir tun? Wir können diesen Raum zusammenbrechen lassen, wenn wir mit dem Androiden bis hier hingehen und nach Norden erkunden. Dann bricht dieser Raum zusammen. Das passiert. Wir erkunden gleichzeitig hier in die Sackgasse hinein. Da wir aber mit dem Androiden jetzt einen Zug gemacht haben und dann weiter erkundet haben, bricht nur der eine Raum zusammen, von dem wir gestartet haben und nicht auch noch der, von dem wir aus erkundet haben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und jetzt müssen wir mit dem Androiden, um die Isolation zu umgehen, obwohl das brauchen wir vielleicht gar nicht. Wir gehen jetzt mit dem Ingenieur hier rein. Damit bricht der zusammen. Von oben passiert nichts. Jetzt nutzen wir mit dem Ingenieur den Antrieb und schieben alles dahin. Und dann erkunden wir mit dem Androiden nach unten. Hier wohnt ein grauer Bewohner. Ist das ein Grau? Nein, das ist kein Grau, das ist ein Beige. Der Raum bricht aber zusammen und das schiebt alles wieder nach oben. Und jetzt stehen wir vor dem Rätsel, wie wir da rauskommen. Wenn ich jetzt... hier rausgehe, bricht der Raum zusammen. Wir retten diesen Bewohner. Das kommt von oben nach, da passiert nichts. Jetzt kann ich aber mit dem Ingenieur nach da erkunden. Der Raum bricht jetzt aber nicht zusammen, weil der Android hier noch drin steht. Erst wenn der letzte
die letzte Spielfigur den Raum verlässt, dann bricht der auch zusammen. Und wir haben jegliche Verbindung nach unten derzeit verloren. Oje, ich schiebe das Ganze noch mal ein bisschen zurecht. So. Wir müssen noch in diesen Raum, um den Bewohner aufzufordern, mit uns zu kommen. Und wir müssen in diesen Raum. Und dann müssen wir in die Schleuse. Es könnte jetzt aber auch bald der Notausgang kommen, über den wir auch raus können. Der aber auch zusammenbrechen kann. Da muss man aufpassen, wenn man mit beiden Figuren wieder rausgeht. Dann ist das auch... Tja, ich kann nur mit dem Androiden oder mit dem Ingenieuren... Ich gehe mal hier erkunden. Dann gehe ich mit dem Ingenieur mal nach oben. Wir müssen hoch und wieder runter. Mal gucken. Da ist wieder eine Veja-Bewohner. Der bricht zusammen. Das rutscht dahin. Jetzt können wir mit dem... Naja, wir gehen mal mit dem Ingenieur wieder auf Erkundung nach rechts. Damit retten wir den hier. Wenn der gleich zusammenbricht, der Raum, kommen hier hin. Der bricht zusammen und alles schiebt sich nach oben. Jetzt können wir mit dem Androiden hier rüber gehen. Damit bricht der Raum zusammen. Und ihr seht das vom Pfeil, das schiebt sich alles nach da. Wir gehen mit dem Androiden nach oben, erkunden dort. Der wird gerettet, der Raum bricht zusammen, das schiebt sich nach da. Jetzt haben wir den Notausgang gefunden. Jetzt können wir theoretisch... Nein, können wir nicht. Wir müssen erst noch ein paar Leute retten, nämlich ihn hier. Sonst verlieren wir das Spiel. Denn menschliche Leben sind wichtig, die müssen wir alle retten, sonst haben wir bedingungslos verloren. Dann werde ich jetzt nochmal... das ist knifflig. Wir sind schon bei 40 Minuten Spielzeit ungefähr. Ja, wir kommen ans Ende. Ich kann jetzt nur... Wie komme ich da wieder runter? Ich muss hier hin. Wenn ich jetzt mit dem Androiden weitergehe, bricht der Notausgang zusammen. Das möchte ich vermeiden. Also gehe ich mit dem Ingenieur hier hin. Der Raum bricht zusammen und das verschiebt sich alles darüber. Dann kann ich erkunden. Dann fällt hinter mir wieder die Tür zu. Hier wohnt ein grauer Bewohner. Dann gehe ich mit dem Ingenieur hier runter. Damit rette ich ihn. Der Raum bricht zusammen. Alles verschiebt sich wieder nach da. Viel geändert haben wir nicht. Ich gehe mit dem Ingenieur hier hin. Der Raum bricht zusammen. Alles verschiebt sich nach dort. Jetzt müssen wir dort rein oder dort rein. Wir versuchen das wieder auf der Seite. Ich gehe mit dem Ingenieur hier hin. Das hier, alles verschiebt sich nach da. Da passiert nichts. Ich erkunde.
Da geht's rum. Hinter mir fällt die Tür zu. Hier wohnt noch ein blauer Bewohner. Aber jetzt kann ich mit dem Ingenieur hier runtergehen. Erkunde nach Süden. Damit bricht der Raum zusammen. Wir retten den Bewohner. Der bricht zusammen. Der schiebt sich nach dort. Kann sein, dass ich eben einmal falsch verschoben habe. Aber das müssten wir dann im Video nochmal gucken. Das kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Regelfehler sind möglich. Hier wohnt ein brauner Bewohner. Und jetzt kommen wir der Sache schon ein Stück näher. Ich werde jetzt hier runtergehen mit dem Ingenieur und zwar bis zum Notausgang, bis zur Schleuse. Die bricht nie zusammen. Den retten wir. Der Raum bricht zusammen. Und von der Anordnung her schiebt sich das jetzt hier rüber. Jetzt kann der Androide hier rüber gehen. Jetzt bricht der Notausgang zusammen. Das schiebt sich hier hoch. Aber jetzt kann der Androide weiter erkunden, nämlich hier nach rechts. In diesen Raum. Damit bricht der Raum zusammen. Wir retten den Bewohner. Das schiebt sich hier hoch. Und jetzt haben wir den Androiden auch in der Schleuse wieder. Damit bricht der Raum zusammen. Alles schiebt sich nach dahin. Und wir haben alle Bewohner aufgedeckt und gerettet und sind rausgekommen aus der Schleuse. Und damit haben wir das Spiel gewonnen. Ja, das war's. Es ist also, wie ihr seht, ein ziemlich kniffliges, das kann auch zu langen Überlegungszeiten führen, meines Erachtens. Ich muss es noch in der Mehrpersonen-Variante spielen. Ein ziemlich kniffliges Spielchen. Es gibt Varianten davon. Wir haben das in der Regel hier beschrieben. Wir schauen. Das Spiel endet, sobald alle Figuren gerettet sind oder ein Ingenieur eingeschlossen ist, ohne eine Möglichkeit zu entkommen. Nein, haben wir hier alles gehabt, alles geschafft. Wenn alle Figuren in der Schleuse oder im Notausgangsraum sind, ist der Koloss endgültig ausgeschaltet. Das Team war erfolgreich und die Spieler haben das Spiel gemeinsam gewonnen. Jawohl, wir haben den Koloss ausgeschaltet und alle Bewohner, die wir unterwegs gefunden haben, auch gerettet. Es gibt dann noch eine semi-kooperative Variante, wo dann auch während der Erkundung weitere Bewohnerfiguren... Ach, das hätten wir jetzt. Na, wir haben es falsch gespielt. Tatsächlich werden mit dem Finden des Kontrollraums werden keine neuen Bewohner mehr eingesetzt, wenn wir Plättchen erkunden und hinter uns Türen zufallen. Das hätte ich nicht gebraucht. So habe ich es mir etwas schwieriger gemacht, weil ich dann wieder Bewohner eingebaut habe, die ich retten musste. Was haben wir noch? Die Spieler können in den Roboter zurückgehen, nachdem sie die Schleuse erreicht haben, um möglicherweise weitere Bewohner zu entdecken und zu retten. Das hätten wir hier nicht gebraucht. Also semi-kooperativ geht es dann darum, die meisten Bewohner zu retten. Was haben wir noch? Dann gibt es diverse Schwierigkeitsstufen, sodass Glastüren zum Beispiel als geschlossen gelten oder dass man den Notausgang nicht mitnimmt in den Plättchenstapel. Und dass zum Beispiel auch die Schleuse zusammenbricht oder beziehungsweise, dass man mit der geschlossenen Schleuse anfängt. Das heißt, man kommt durch, aber hinter einem fällt schon zu. Man muss auf jeden Fall durch den Notausgang raus und kann nicht mehr durch die Schleuse zurück. Und da wird es dann entsprechend schwierig. Und dann gibt es noch eine kompetitive Variante und erst dann brauchen wir die zweite Spielfigur. Da habe ich mir aber die Regel noch nicht im Detail durchgelesen. Da wird es auch etwas länger. Und das muss ich dann aber nochmal tun. Das probiere ich aber auch aus, wenn wir die Mehrpersonen-Variante spielen können in einer meiner nächsten Runden. Ja, und das war eine Runde, ein Let's Play von Mechanischer Koloss. Ich hoffe, ihr hattet einen brauchbaren ersten Eindruck davon. Was ich euch noch erzählen muss und zeigen möchte. Ihr habt gesehen, die Karten passen hier alle rein, die Plättchen. Die passen auch mit zusammengebauten Kartenhalter hier rein. Dann geht aber der Deckel nicht mehr zu. Das heißt, da muss man die Karten dann doch wieder etwas anders legen und verteilen, damit der Deckel wieder passend zugeht. Das ist nicht ganz gelungen. Hätte man vielleicht etwas geschickter machen können, aber im Rahmen der Kickstarter-Kampagne kam dieser Kartenhalter erst nachträglich dazu. Da war das wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so einfach,
das Packungsdesign nochmal anzupassen, die Packungsgröße. Warum auch immer, es funktioniert trotzdem, man kriegt alles natürlich in die Schachtel. Jo, das müsste es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet einen guten ersten Eindruck von dem Spiel Mechanischer Koloss, Schwerkraft Verlag, auf Englisch dann bei Sideroom Games. Ben Moraita ist der Autor, Apolline Etienne die Zeichnerin, eine von beiden Zeichnerinnen, das sind glaube ich zwei, steht natürlich wieder mal nicht wirklich drauf. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare dazu. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ich freue mich auf weitere Videos. Was steht noch an? Ich schaue mal hier in meinen Stapel. Star Wars Clone Wars habe ich hier noch liegen und euch noch nicht gezeigt. Revive habe ich hier noch liegen und euch noch nicht im Solo-Modus gezeigt. The Guild of Merchant Explorers steht noch an. Café habe ich hier noch, das alte Hochspiel, was halt alt, aber 2 Jahre schon. Und natürlich auch gerne eines von den Spielen, die ich euch in den letzten Videos schon gezeigt habe. Keep the Heroes Out bietet sich vielleicht nochmal an. Auch da gibt es mögliche Variationen ohne Ende. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartacus.